unserer Rinderroulade empfehle ich Ihnen klassischen Apfelrotkohl. Die Bezeichnung Blau- oder Rotkraut ist auf den unterschiedlichen pH-Wert der jeweiligen Ackerböden zurückzuführen. In sauren Böden wird der Kohl rot, in alkalischen blau. Der Rotkohl wird in Streifen geschnitten und dazu erstmal halbiert, geviertelt und der Strunk entfernt. Jetzt in Streifen schneiden. Im nächsten Schritt wird das Gänsefett im Topf zerlassen. Man kann auch Schweineschmalz nehmen, beides möglich. Jetzt den Speck auslassen. Zwiebeln dazu. Und das Rotkraut. Auch das wird kurz mit angeschwitzt. Zucker und Salz dazu. Zucker ruhig etwas mehr. Und mit Apfelsaft ablöschen. Etwas Essig. Und einen kleinen Schluck Wasser noch dazu. Ich empfehle, eine sogenannte gespickte Zwiebel jetzt hinzuzugeben. Gespickte Zwiebel heißt Lorbeerblatt, zwei Nelken, die man auf die Zwiebel spickt. Wieder unser Gewürzsieb für Piment und Pfeffer. Rein. Deckel drauf und ca. 45 Minuten schmoren lassen. Kurz vor Schluss kommen dann die Äpfel dazu. Und der Apfelmus. Der Apfelmus bindet dann gleich das Rotkraut noch ab. Kleiner Tipp von mir noch zum Rotkraut. Am besten schon am Vortag zubereiten, über Nacht schön durchziehen lassen. Noch leckerer. So, die Rouladen sind fertig. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept auf Topfgucker TV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.